Nach der Verschärfung des britischen Asylrechts durch das Parlament hat die Regierung in London Medienvertretern Einblick in den Lastgang gewährt, der künftig als Unterkunft für Asylbewerber dienen soll. Die schwimmende Behausung erreichte Anfang der Woche den Hafen von Portland an der Südwestküste Englands. Der Lastkahn soll Platz für 500 Asylbewerber bieten. Die Regierung von Premierminister Rishi Sunak will damit die Kosten für Unterbringungen senken, die derzeit fast 7 Millionen pro Tag für Hotelzimmer betragen, weil nicht genügend Aufnahmeeinrichtungen vorhanden sind.